Ein fröhliches Moin Moin aus dem hohen Norden. Mein Name ist Frau Baustein und bei mir dreht sich alles um den Klemmbaustein. Und heute habe ich diese kleinen Kogo-Sets dabei. Es ist ja sozusagen der Friends Friday, obwohl das jetzt nicht Lego Friends ist. Das ist klar, das ist kein Lego, das ist von Kogo, aber, und da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, ich denke, die Strategen von Kogo sind davon ausgegangen, dass das hier irgendwie für die Mädels gemeint ist. Hier steht auch sogar Girls drauf. Und ja, man sieht es an der einen oder anderen Stelle auch, muss ich zugeben. Und trotzdem, ich sage da gleich nochmal zwei, drei Sachen zu. Hier gucken wir aber trotzdem erstmal kurz auf die Fakten. Wir haben hier die königliche Kutsche oder königliche Pferdekutsche. Genau, die königliche Pferdekutsche hat 98 Teile, zwei Pferde, eine Figur und kostet 5,95 Euro. Das finde ich ist ein sehr, sehr fairer Preis. Und das zweite, was wir hier haben, ist der romantische Bootsausflug mit zwei Figuren, einem Hund und diesem Bootssteg, würde ich mal sagen. Und der romantische Bootsausflug kostet 8,95 Euro, ist also absolute Anfangspreislage hier, diese beiden Sets. Ich werde euch, das sind jetzt die ersten beiden Sets, die ich von Kogo gebaut habe. Das ist schon ein kleines bisschen her. Keine Ahnung, dann war das Video irgendwie weg oder ich habe es gelöscht oder so, jetzt nehme ich es nochmal auf. Ich habe jetzt auch ein größeres Set von Kogo gebaut, das werde ich euch auch bald vorstellen. Und das ist, ich muss sagen, Kogo ist eine ganz spannende Marke. Das ist, wenn man sich das so vorstellt, das ist das Lego von China. Also es ist eine richtig große Firma, das ist jetzt keine kleine Firma, die hier und da mal irgendwie so ein Klemmbaustein-Set baut, sondern das ist wirklich eine große Firma. Nochmal zu dem Thema Jungs und Mädels. Ich finde ja erstens, dass das total in Ordnung ist, dass es bestimmte Sets gibt, die Jungs irgendwie interessanter finden und dann gibt es bestimmte Sets, die vielleicht Mädels interessanter finden. Ich habe ja einen Jungen zu Hause, der ist 5 und ganz ehrlich, der findet es voll in Ordnung, wenn er auch mal mit dem Friends-Lego hier spielt und er findet das ganz lustig und hinterher, ja, dann geht er damit wieder und spielt mit seiner Polizei oder der Feuerwehr oder irgendetwas anderem. Ich hatte nämlich letztens so eine kleine Diskussion zu dem Thema in den Kommentaren. Da ging es darum, dass ich halt zu einem Polizeiset Jungs-Set gesagt habe und ob denn damit keine Mädels spielen dürfen. Ja, selbstverständlich dürfen damit Mädels spielen. Tun sie ja auch. Ich habe auch immer mit meinem Bruder zusammen, wir haben zusammen mit seinen Legos gespielt oder mit allem, was da war. Aber er hatte einfach mehr als ich. Ich hatte auch ein bisschen Lego. Und ich habe genauso ein Raumschiff gekriegt, wie er ein Raumschiff gekriegt hat. Uns war das total egal. Keine Ahnung, ich glaube, Friends gab es da damals auch noch nicht. Trotzdem denke ich, dass es vollkommen okay ist, auch zu sagen, Mädchen und Jungs haben an manchen Stellen eben unterschiedliche Vorlieben. Und Mädchen finden vielleicht Pferde viel spannender, als Jungs Pferde finden. Und Jungs finden deswegen oder finden aus irgendeinem Grund, weil es halt Jungs sind, vielleicht die Polizei und die Feuerwehr spannender als die Mädels. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das jetzt ein Verbot ist. Und trotzdem, ich muss zugeben, bei mir wird es nicht hundertprozentig genderkonform laufen hier, weil das einfach, keine Ahnung, ich bin nicht so aufgewachsen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich finde es auch in Ordnung, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und dass auch Jungs und Mädchen unterschiedlich sind. Das soll aber niemanden ausschließen. Jeder darf mit allem spielen. So, das wollte ich nur mal einmal gesagt haben, damit jeder weiß, wenn ich mal Jungs-Set sage, dann meine ich nicht, dass da keine Mädels mitspielen sollen. Und wenn das hier der Friends Friday ist und es gibt aber einen Junge, der findet irgendwie, hätte gerne eine coole Western Ranch zu Hause und hätte auch gerne ein paar Pferde, dann ist das doch wunderbar. Ich freue mich so oder so. Hauptsache, es macht Spaß. So, ich glaube, das war genug der Vorrede und jetzt schauen wir mal, was wir hier bekommen. Das ist ja auch viel wichtiger. Ich würde sagen, wir fangen hier mit dieser kleinen Kutsche an, mit dem 5,95 Euro Set und danach zeige ich euch den Bootsausflug.
Was bei Kogo relativ speziell ist, das sind die Figuren. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Das fällt hier bei den Mädchensets ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr auf. Das größere Set, was ich gebaut habe, das ist eher, ja, das ist farblich ein bisschen entspannter gestaltet, also nicht so pink. Da fällt das nicht so doll auf. Oder sie haben es vielleicht auch ein kleines bisschen geändert. Ich glaube, es liegt aber am Kontrast. So, ich zeige euch mal die Figur. Die sieht so aus. Das hier ist, da das ja hier die königliche Kutsche ist, wahrscheinlich unsere Königin. Und ich muss zugeben, ich finde ja, die sieht aus, als wäre ihr bei der Kutschfahrt einfach mal sehr, sehr übel geworden. Die ist nämlich ja ein ungünstiger Beige-Ton oder so ein Beige-Grün oder so. Es geht so leicht ins Olive. Das ist für mich ein kleines bisschen ja sonderbar. Ich weiß auch nicht. Die sehen halt nicht richtig gesund aus hier, unsere Figuren. Ansonsten sind die voll entspannt. Die Beine kann man bewegen, die Arme. Sie sind bedruckt. Boah. Und die haben teilweise, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, es gibt teilweise so Papierkleider, die man denen anziehen kann. Sieht trotzdem eher ein bisschen komisch aus. Ich muss sagen, das ist eine Sache, würde ich jetzt eher weglassen. So viel zur Figur. Wie gesagt, ist eine Kogo-Figur. Unproblematisch, kann man mitspielen. Bei dem Set gibt es noch Aufkleber dazu. Ich zeige euch jetzt erstmal die Kutsche so. Und dann zeige ich auf euch, was man hätte noch draufkleben können. Wir haben einmal hier die beiden Pferde, die haben so einen Goldaufdruck, das seht ihr hier. Das ist schön, das sind keine Aufkleber, das ist so ein kleines bisschen erhaben und da ist dann so Goldfarbe drauf. Also es ist ganz hübsch und dann haben wir diese Kutsche. Kogo hat teilweise eigene Steine, die richtig toll gemacht sind. Ihr seht zum Beispiel hier diese Inverted Slopes mit diesen Rillen drinne. Die finde ich zum Beispiel, das sind richtig tolle, schöne Steine. Ansonsten von der Qualität her, bis auf ganz wenige Ausnahmen, hält hier alles wunderbar. Es kann mal sein, ich glaube, diese Stangen hier, die sind mir ein bisschen zu locker. Die fallen relativ leicht ab. Aber ja, das ist bei Lego auch manchmal so, dass man die runterreißt. Ansonsten haben wir hier noch dieses Gitterteil und dieses Zaunteil, das ist auch speziell, also es ist eine eigene Kreation sozusagen von Kogo. Und ich muss sagen, ich finde das auch vom Design her jetzt hier richtig schön gemacht für 5,95 Euro. So, und die Sitze finde ich, upsi, Hilfe, die Sitze finde ich auch schön. Könnt ihr die erkennen hier hinten? Was ein bisschen Nachteil ist, ist, dass die Figuren, die kann man nicht aufnoppen. Das ist so ein bisschen wie bei Friends. Das heißt, die haben hier, es gibt zwar Noppen hier auf den Sitzen, aber die Figuren selbst können sich da nicht hinsetzen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber gut, ist man ja an der einen oder anderen Stelle schon gewohnt. Und ein Thema gibt es noch bei diesen sehr günstigen Sets, dass die transparenten Steine sind nicht so richtig transparent. Das seht ihr hier auch. Ne, bei dem, da ist, bin ich mir nicht ganz im Klaren drüber, ob das jetzt matt sein soll. Wenn es glänzend sein soll, dann ist es zumindest nicht gelungen. Es kann sein, dass hier oben, dass das auch matt sein soll, aber zum Beispiel bei diesen Cones hier, da sieht man, die sollten sicherlich eigentlich glänzend sein oder durchsichtig, richtig transparent, und das sind sie nicht wirklich. Ich muss sagen, ist aber echt eine Kleinigkeit. Also das ist, finde ich jetzt, besonders auch bei dem Preis und für das, was man hier kriegt, finde ich das nicht so wichtig. Und wen es wirklich stört, der kann die 3,5 Teile ja auch austauschen. Easy. Aber es sind zwei Pferde dabei. Ich meine, wir kriegen ja jetzt bei Friends auch Pferde. Ich freue mich schon richtig. Ab dem 1.6. gibt es verschiedene Sets. Also jetzt haben sie sozusagen von, wir haben fast überhaupt keine Pferde auf, wir haben fast überall Pferde dabei. Und das ist der viel, viel bessere Trend. Da freue ich mich drüber. Ich werde mir auf jeden Fall das eine oder andere Friends-Set von der Sommerwelle, die jetzt kommt,
kaufen, weil da sind echt schöne Sets dabei. Also da hoffe ich, dass sie auch wirklich so schön sind, wie sie jetzt auf den Bildern aussehen. Gut, achso, die Sticker wollte ich euch nochmal zeigen. Ja, Sticker ist so eine Sache. Anleitung ist relativ entspannt. Die letzten Bauschritte werden so vergraut dargestellt, nicht farbgetreu, sondern teilweise kann man zwar erkennen, ob die Farbe, die da vorher war, dunkler oder heller ist, aber die Farbe an sich kann man nicht mehr erkennen. Und dieses hier sind die Sticker und ich muss zugeben, die hätte ich jetzt auf gar keinen Fall nehmen wollen. Also jetzt hier mit dem Flieder, dem Pink und dem Weiß und dem Blau auch noch Grün und Gelb. Nee, nee. Also da habe ich nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht. Die muss man nicht unbedingt haben. Wie das aussehen würde, könnt ihr hier sehen. Denn hier auf der Verpackung sind sie natürlich drauf, die Sticker. Ich finde es so schöner, muss ich sagen. Gut. Schauen wir uns das etwas größere Set an, obwohl das ja auch nur 3 € mehr kostet. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch mehr bekommt als hier bei der Pferdekutsche. Denn hier sind wirklich, ja, hier ist wirklich richtig viel dabei. Also man kriegt 2 Figuren. Die Figuren wieder, ja, die sehen ein kleines bisschen komisch aus. Man kann es nicht anders sagen, der junge Herr hat eine sehr voluminöse Frisur. Die kann man auch nicht aufnoppen. Hier ist das aber so ein bisschen, die haben das Brot, zeige ich gleich nochmal. Hier sind sie da ein bisschen eher auch drauf eingegangen, dass man das nicht kann. Da kann man die nämlich hier an dem Brot festmachen. Und es gibt einen sehr, sehr niedlichen Hund dazu. Die sehen auch beide so aus, als wäre ihnen beim Bootsausflug einfach schlecht geworden. So, dann haben wir hier den Hund. Für den passt die Farbe besser. Ich könnte mir vorstellen, dass das die gleiche Farbe ist wie die Gesichter. Aber dem Hund steht es halt einfach besser. Das muss man mal ganz klar sagen. Ansonsten, ja, sind die ganz entspannt. Haarteile, Aufdruck, boah, relativ unspannt. Wie gesagt, man kann damit spielen. Ich würde mal sagen, die Figuren sind nicht der Hauptfaktor für diese Koko-Sets, zumindest nicht bei diesen beiden kleinen Sets. Wir haben ein sehr, sehr schönes Boot. Das sieht auch ein bisschen anders aus als so das typische Lego-Boot. Das heißt, das haben sie auch selbst designt. Das finde ich immer gut. Wir haben hier drinne, ihr seht auch richtig, also hier sieht man auch die, von der Qualität her ist das echt entspannt. Das sieht richtig gut aus. So, dann haben sie hier noch diese nougatfarbenen Fliesen reingebaut, wo man dann drauf sitzen kann und 2 Ruder gibt es natürlich auch dazu. So, und dann kommen wir hier zum Hauptteil und da muss ich aufpassen. Da habe ich schon Erfahrungen mitgemacht, dass mir immer dieser Steg hier vorne abgeht. Und dann ist mir schon das ein oder andere Mal die gesamte kleine Windmühle hier runtergerauscht. Hier geht es nämlich gleich dann abwärts. Hier seht ihr einige eigene Steine. Ja, farblich muss ich zugeben, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, dass ich das ein bisschen zu heftig finde. Also, ich weiß auch nicht, warum der eine oder andere Designer, glaube ich, der Meinung ist, dass man hier bei den Mädels oder bei solchen Sets, die vielleicht für Mädels gemeint sind, wirklich jede Farbe reinmachen muss, die man gerade im Farbkoffer findet. Na, also hier ist ja wirklich Rot, Türkis, Gelb, Flieder, Pink, Braun, Gold, Orange, es ist Magenta, es ist alles dabei. Und trotzdem, man könnte das mit relativ wenig Aufwand ein bisschen entspannen. Wenn man hier zum Beispiel das Gelb und vielleicht das Türkis rausnimmt, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Wir haben, was ich hier an diesem Gebäude so als Highlight empfinde, ist der Baum. Den zeige ich euch nochmal extra. Also wir haben hier relativ viele Baumteile und es gibt auch so Blätter, die wir bei Lego nicht haben. Und zwar diese hier, die ihr hier seht. Ich hoffe, man kann das sehen. Und das, ich kann die euch noch mal ein bisschen genauer zeigen. Das sind so Blattelemente, die man, ich zeige euch das mal bei den Ersatzteilen, da waren nämlich noch ein paar mehr dabei, die man so beliebig zusammenstecken kann. Ne? Ihr seht da diese runde Öffnung. Und dann, die passt genau eben auf so ein
so einen normalen Bar von einem Lego-Teil. Und dann kann man sich die so zusammenstecken. Und das finde ich schön. Und die sind auch, also die brechen nicht. Das ist kein hartes Plastik, sondern es ist weich. Das sind tolle Teile. Diese Blattelemente sind für mich hier bei dem Set auch so ein bisschen auch ein Highlight. So, man kann ansonsten diesen oberen Teil von der Windmühle ein kleines bisschen klappen. Das sind Fliesen, die sind hier auf Hinges gesetzt, also auf solche kleinen Klappsteine. Jetzt habe ich das gerade hier runtergerupst. So, und dann, was wir noch haben, ist auch ganz interessant. Wir haben eine, ich hoffe, ich kann euch das jetzt zeigen, die Platte, wo das alles draufsteht, das ist eine perlgoldene Platte. Also diese hier, ups, die dazwischen, ne, wo der ganze Windmühlenaufbau drauf ist. Das ist eine perlgoldene Platte. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so oft gesehen. Ansonsten hat man hier genauso das Problem oder das Thema, ich will es gar nicht Problem nennen bei dem Preis, dass die transparenten Teile nicht richtig, richtig transparent sind, sondern sowas dazwischen. Diese pinken Teile hier sollen, glaube ich, matt sein. Das seht ihr auch. Ich denke, dass die auch matt gemeint sind, dass die gar nicht glänzen sollen, unbedingt. Für dieses Set gibt es einen ganzen fetten Stickerbogen. Und ich muss zugeben, ich glaube, dass fast alles von diesem Stickerbogen gar nicht für das Set gemeint ist. Man sieht auch hier den einzigen Sticker, den das Set benutzt, also jetzt hier auf der Verpackung, ist hier für das rote Teil diese Krone. Das könnte man da drauf machen. Das ist hier auf dem Stickerbogen, ist dieser Sticker mit drauf. Ansonsten kriegt man aber eine ganze Batterie anderer Sticker, die man beliebig vielleicht für andere Lego-Steine nehmen kann. Oder meine favorisierte Verwendung wäre ja, es einfach so zu benutzen. Denn ich muss sagen, Sticker vom Grundsatz her finden Kinder ja total super. Man muss sie ja nicht unbedingt auf die Lego-Steine kleben. Also, schöner Sticker-Sheet hier dabei. Kann man vielleicht eine Grußkarte oder so mit verzieren. Für die Teile muss es nicht unbedingt sein. Anleitung ist genauso wie hier beim anderen. Das sind beides 6-Plus-Sets. Genau. Ich glaube, es ist im Rahmen des Möglichen, dass ein Kind mit 6 das auch aufbaut. Glaube ich, ist nicht so problematisch. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt eine Vorstellung. Ich weiß ja nicht, was mich ja interessieren würde, kennt ihr denn schon Kogo? Oder ist das für euch auch total neu? Also ich kannte Kogo vor diesen beiden Sets noch gar nicht. Ich habe die gesehen und dachte so, relativ günstig, zwei Pferde dabei, probiere ich mal aus. Und vom Fazit her, schon bei diesen Sets muss ich sagen, bin ich eher positiv überrascht als alles andere. Und das Set, was ich euch vielleicht nächste Woche vorstellen will, ich glaube, nächste Woche kriegen wir das hin, das große Set. Da war ich wirklich sehr, sehr, sehr verblüfft. Da habe ich euch ein Aufbauvideo gemacht und eine Review. Also einmal richtig lang und kurz. Und da gibt es einige Überraschungen. Und das wird noch interessanter als dieses hier heute. Okay, ich hoffe, ihr baut was Schönes, ihr habt viel Spaß und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dann.